Hallo meine lieben Freunde und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Twain Sim World 4 mit mir El Gero, dem Cold Magix. Heute befinden wir uns auf der Strecke Köln-Aachen und fahren eine Dreifachtraktion 442 auf der wunderschönen Linie RE9 in Richtung Aachen und stehen hier auf der Umleitungsstrecke kommend aus Köln-Süd. Und wir werden gleich dann in den Ehrenfelder Bahnhof einfahren. Und mehr zur Umleitung erzähle ich euch dann gleich im Fahrtverlauf. So, dann steigen wir erstmal ein. Natürlich müssen wir die PZB und SIFA, also die Zugsicherung, einstellen. Beziehungsweise anstellen. Diese hatten wir vorhin ausgeschaltet gehabt. So. Ja, somit sind wir eigentlich auch schon abfahrbereit. Ja, wir fahren den RE9 Umleiter. Das kommt paar Mal im Jahr vor, beziehungsweise jetzt eher weniger, weil in den vergangenen Jahren, beziehungsweise in den vergangenen Monaten kam es gehäuft, sage ich jetzt mal, zu Umleitungen auf dem RE9 über Köln Süd wegen Bauarbeiten. Und ja, Bauarbeiten in diversen verschiedenen Möglichkeiten und ja, einer der Beispiele wäre jetzt zum Beispiel Signalarbeiten. Es haben mal Signalarbeiten stattgefunden im Bereich um den Bereich Köln-Messe-Deutz, Köln Hauptbahnhof. Demnach wurde der RE9 dann über Köln Süd umgeleitet. Aber dann gab es auch mal eine Brücke wurde da erneuert im Bereich Köln-Deutz. Und ja, da wurde der gegebenenfalls auch umgeleitet. Der fährt dann halt kurz vor Köln-Messe-Deutz über die Güterstrecke, also über die Südbrücke, die Umgehung, nach Köln-Süd. Und von Köln-Süd geht es dann für den Zug, wie wir hier gerade fahren, nach Köln-Ehrenfeld. Das kann ich euch auch mal zeigen. Also kommt er dann, fährt er dann über Köln-Süd, fährt an Köln-West vorbei und ja, schlängelt sich dann hier wieder auf die Hauptstrecke. Wir hatten gerade ein VR0, deswegen klingeln wir mal ein bisschen die 50 an und lassen dann rollen. Ja, dann geben wir den Kollegen mal Licht groß. Mahlzeit. Das ist nämlich der RE9, der RE1 in Richtung Hamm in Westfalen. Der fährt planmäßig über Köln Hauptbahnhof. Nein, was ich noch erzählen wollte, ja, der RE9 wird dann halt umgeleitet über Köln Süd, an Köln West vorbei, dann nach Köln Ehrenfeld. Und ja, hat dann, zweigt dann wieder auf die Fahrplanstrecke, sage ich jetzt mal, auf. Und ja, also das wird meistens so gemacht, dass der RE9 dann komplett wegfällt zwischen Köln, Messe, Deutz und Ehrenfeld. Der RE1 fährt, aber fährt dann mit veränderten Abfahrtzeiten. Warum hängt das denn so? Fährt dann mit veränderten Abfahrtzeiten. Ich muss erstmal bremsen, dann kann ich euch mehr erzählen. Ich hoffe, das passt so mit der Dreifachtraktion. Haben wir jetzt zwar auf dem Display nicht angezeigt, beziehungsweise kriegen wir nicht angezeigt, aber wir sind eine Dreifachtraktion. Ja, der RE9 fährt dann, der RE1 fährt dann halt planmäßig über Köln Hauptbahnhof, aber mit veränderten Abfahrtzeiten, sagen wir mal. Er fährt ja auch planmäßig, also ja, fährt planmäßig vom Kölner Hauptbahnhof um 15 ab und veränderte Abfahrtzeiten wären dann Abfahrtzeit Kölner Hauptbahnhof um 26, um 23, so, ja, aber der kommt dann halt trotzdem durch. Es kann, beziehungsweise könnte auch sein, dass der mal über die S-Bahn-Strecke fährt und dann hier ab Kölner Hauptbahnhof dann, wie wir letztens die S12 umgeleitet haben, fährt er dann wieder auf die Regelstrecke, so dass er dann Köln Hauptbahnhof auf Gleis 4, Köln Ehrenfeld auf Gleis 4 erreicht. Ja,
Wir fahren gerade den RE. Jetzt lass mich nicht lügen. Irgendwas mit 10, 17, irgendwas. Auf jeden Fall fahren wir den, der eigentlich planmäßig, jetzt muss ich gucken, weil ich habe hier einen Umleitungsfahrplan. Auch ganz praktisch. Ach. Weil, wie ihr merkt, fahren wir auch ein bisschen früher gerade ab. Das liegt nicht daran, dass wir zu früh abfahren, sondern es liegt eher daran, dass wir Verspätung haben. Und das gewaltig, aufgrund der Umleitung. Ja, also 13:45 Uhr sollte der in Köln Süd abfahren. Sind wir nicht. 13:45 Uhr sollte der da abfahren. Der sollte dann Köln-Ehrenfeld um 13:50 Uhr erreichen und um 13:51 Uhr verlassen. Wir haben Köln-Ehrenfeld jetzt um 13:43 Uhr verlassen. 14:43 Uhr verlassen. Das heißt, wir haben jetzt gut. Wartet. 50, 53 Minuten, nein, 52 Minuten Verspätung. Das tut natürlich etwas mit unserem Endpunkt, aber da wir die Verspätung ja jetzt auch ein bisschen reduzieren können, wird uns unser Endpunkt noch nicht gesagt. Also laut Plan fahren wir jetzt noch bis Aachen Hauptbahnhof. Und ja, der ICE, der war ganz kurz. 10 Minuten oder 5 Minuten müsste das sein vor uns. Das heißt, uns dürfte auch nichts überholen. Irgendwo schade, aber jetzt auch gut wegen der Verspätung. Und dass wir die dann auch rausfahren können. Ach, wir haben jetzt, also ich habe jetzt die Strecke gestellt, aber hier ist noch kein Halt eingesehen in Horrem. Das heißt, ich muss jetzt kurz runterbremsen. Weil sobald ich jetzt versuche, meine Weiche zu stellen, dann fällt das vor uns liegende Signal auf Rot. Mit einer Geschwindigkeit von 130 Kilometer die Stunde, ja, wäre das dann ein überfahrenes, haltzeigendes Signal. Deswegen reduziere ich die Geschwindigkeit jetzt so, dass ich, falls das Signal umspringen sollte, oder auch vielleicht nicht, dann noch runterbremsen kann. So, hier, okay, das Signal ist mit Kennlicht. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt umschalte und das dann auf Halt springt. So. Wenn man den TSW dann doch ein bisschen besser kennt, als man denkt. Wie ihr seht, vor uns ist das ein HP 0 und links ist das die S12 in, nein, die S19. Oder ist das die S12? Das ist die S19 in Richtung Au. Ja. Ach cool. Wir haben laut Plan 13:58 in Horren Ankunftszeit und 14:02 Abfahrtzeit. Das heißt, wir haben da 4 Minuten Standzeit. Das ist bestimmt sehr wahrscheinlich ein Betriebshalt. Also, dass dann der ICE, falls der Verspätung hat, den RE9 dann dort überholen kann. Beim Betriebshalt kriegst du eigentlich nur aus Gründen von Überholung. Ich will nichts Falsches sagen. Also, das ist jetzt spekuliert. Warum ich das jetzt nochmal so explizit sage, kann ich auch gleich nochmal erwähnen. So, das Signal ist umgesprungen. Wir sind aber noch in der 500 Hz-Überwachung. Weil wir zum Stehen gekommen sind, haben wir hier 25 zum Anfahren. Und die PZB hat sich selber befreit. Es gibt manche Situationen, da befreit sich die PZB selber. Und jetzt würde ich echt gern wissen, wieso tut sie das? Also mir ist das nicht klar. Ich weiß zwar, dass die das macht und ich kenne mich auch mit der PZB aus, aber boah, Junge, mein Deutsch. Ich habe das nie hinterfragt.
Ja, ich habe das nie hinterfragt, weil es gibt ja auch Momente, da fährst du auf dem Fahrzeigensignal an und ja, bist dann aber trotzdem noch in der restriktiven Überwachung. Falls sich jemand da so großartig gut mit der PZB auskennt, der sollte das oder kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und jetzt gehen wir mal darauf ein, warum ich gesagt habe, dass es spekuliert ist. Ich habe gemerkt, dass viele Sachen, die ich sage, okay, nein, das hat auch einen guten Grund, dass das ernst genommen wird. Das ist auch richtig so, aber mir ist nicht bewusst, weil ich mache das ja hobbymäßig. Ich mache das hobbymäßig, wollte mal Lokführer werden, was heißt wollte, möchte immer noch. Aber bin gerade noch am Durchziehen mit der Schule. Deswegen verschiebt sich das ein bisschen nach hinten, wie auch immer. Ich möchte Lokführer werden, aber bin noch kein fester Lokführer und auch nicht in der Ausbildung. Kenne mich aber halt ein bisschen aus. Ein bisschen aus. Deswegen das bisschen, was ich mich auskenne, teile ich euch gerne mit. Aber falls Fehler unterlaufen oder falls ich was Falsches sagen sollte, dann seid mir da bitte verziehen. Wie gesagt, das war auch ein großer Fehler von mir, weil ich immer gesagt habe, das ist so und so. Dabei war das eine Spekulation von mir, das hätte ich erwähnen müssen. Deswegen verstehe ich eure Negativität da ein bisschen in den Kommentaren. Und ja, dann gab es nochmal einen Kommentar, der ist auf meine Negativität eingegangen. Und dann habe ich das Video nochmal geguckt. Ich habe da keinen Punkt gefunden, wo ich für mich ausgesagt habe, der ist negativ oder der ist schlecht bezogen auf das Spiel. Aber ich glaube, das ist auch der Fehler. Für mich wirkt das so ganz normal, aber viele andere Leute nehmen das dann viel zu ernst. Zum Beispiel war es, glaube ich, da habe ich gesagt, ja, so typisch DTG, aber das sage ich halt öfters. Die meisten verstehen das, aber wenn die ein, zwei anderen Leuten, ein, zwei, boah, Junge, die ein, zwei anderen Leute das nicht verstehen, wie ich das meine, dann ist das völlig normal. So, meine Videos, ich habe jetzt mal in der Statistik geguckt, gucken auch größtenteils Leute, die mir noch nicht folgen, die dann eventuell vielleicht Abonnenten werden oder nicht. Und demnach muss ich mich darauf einstellen, dass ich vielleicht mal Sachen doppelt erklären muss. Wir müssen jetzt hier ein bisschen rasanter abfahren. Ich weiß nicht, ob es gerade am Regnen ist oder ob das nur meine schlechte Qualität ist. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt unter 23 Sekunden auf die 85 kommen. Das wird ein bisschen knapp. Wir gehen mal in die maximale Bremsleistung. Gut, dass es nicht regnet, weil sonst hätte es uns jetzt auch erwischt. So, dann drosseln wir mal den Tempomaten beziehungsweise klicken ihn beziehungsweise halten ihn gedrückt, um dann die Geschwindigkeit 80 zu halten. Hier haben wir einmal ein ZS3 mit Kennziffer 8 und ein ZS3V mit Kennziffer 8 zu erwarten. Und hier nochmal der Wiederholer für die 80, die zu erwarten sind, für das Ausfallsignal. Ja, also so, jetzt haben wir laut Plan 50 Minuten Verspätung statt 53. Also laut Plan jetzt, ne, wir haben jetzt gleich 53. Das heißt, jetzt haben wir wieder 51 Minuten Verspätung. Wir hätten die Verspätung um 4 bis 3 Minuten reduzieren können, aber wegen der Umstellung des Signals, ja, haben wir uns da wieder Verspätung eingefahren. Man denkt gar nicht, man ist sich gar nicht bewusst, wie schnell das eigentlich geht. Wir sind ganz kurz auf dem halbzeigenden Signal raufgefahren und standen vielleicht, ja gut, 2 Sekunden und dann sind wir auch wieder losgefahren und das hat jetzt 2 Minuten Minus genommen. Das heißt 2 Minuten beziehungsweise 2 Minuten Zusatz gegeben, also 2 Minuten Verspätung. Und das finde ich schon krass. Jetzt stellt euch mal vor, also
Wir wären 2 Minuten da stehen geblieben. Da hätten wir, glaube ich, 4 Minuten Verspätung. Also das mit der Verspätung geht eigentlich relativ schnell. Weil du musst ja erstmal auf die 85 runtergedrosselt werden. Sei es irgendein ZS. Nicht irgendein, sondern ein ZS3. Ein Vorankündiger. Was gibt es denn noch für Signale? Ja, sowas in der Art, ne? Hier gibt es eigentlich viele auf dem Account, beziehungsweise auf dem Kanal, beziehungsweise die Leute, die das Video schauen, die sich gut mit der Bahn auskennen. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr wisst, was gemeint ist. Ein ZS3, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, gemeint ist, ist ein Zusatzsignal. Das kann in Form eines, wie heißt das denn jetzt nochmal? In Form eines, boah, ich will nichts Falsches sagen, eines Lichtbildes, also wie das gerade, und einer Kennziffer darin, angezeigt werden. Oder auch ein ZS3 kann durch eine Tafel am Seitenrand markiert werden. Das war das so? Oder war das ein ZS3V? Nein, das, was wir gerade bei der Ausfahrt bekommen hatten, also das Signal, das war ein HP1 mit ZS3, ja, doch, das ist richtig. Und Kennziffer 8. Jetzt gibt es noch Vorankündiger für ZS3, die halt nennen sich ZS3V, die gibt es aber in verschiedenen Versionen. Und zwar einmal in einer orangeförmigen Signalisierung, die ist immer, erstmal grüßen, Mahlzeit. Die ist immer rechts neben dem Gleis. Und ja, beinhaltet dann eine Zahl zwischen 1 und ich meine 9, die man dann bestätigen kann. Was heißt kann, muss. Oder auch, wie wir das am Einfahrsignal hatten, als Signalform. Das heißt, ZS3V gibt es in 2 Versionen und ZS3 nur in einer Version. Dann auf das ZS3V kann ein Signalbild kommen, wie wir das bei der Ausfahrt hatten, oder es kann ein LF7 kommen. Ein LF7 ist eine, für Leute, die nicht wissen oder sich das gerade nicht bildlich vorstellen können, ist eine Geschwindigkeitstafel, also ein, stellen wir uns ein weißes, eine weiße Tafel vor mit einer Ziffer, sagen wir mal 7, und das ist ein LF7. Ja, das ist jetzt mit einer Ziffer 8, sagen wir mal, ein weißes Blatt, da drin ist eine 8, das ist ein LF7. Und das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Boah, erklären ist so schwierig. Gerade wenn man von der Frühschicht kommt. So. Jetzt kriegen wir auch noch eine Gewicht. Und zwar vom Schnee. So wie ich dann, wie das aussieht, ist das Regen, der sich gleich zu Schnee entwickelt. Wir fahren ja auch im Januar. Das ist jetzt gerade echt schön, also vom Wetter her und vom Feeling. Ich gucke jetzt mal, wo der andere RE9 steckt. Der müsste nämlich recht dicht hinter uns sein. 47, der musste ganz kurz vorhochen sein. Hier ist er. Ja, dann kann ich die Fahrgäste ja jetzt schon mal informieren, dass sehr wahrscheinlich gleich mit einem früher endenden Endpunkt gerechnet werden soll. Und jetzt muss ich das nur auf normalen Deutsch formulieren. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht der Lokführer. Aufgrund unserer hohen Verspätung wird unser Zug sehr wahrscheinlich vorzeitig enden. Wo wir genau enden werden, weiß ich leider noch nicht.
Aber ich werde im Fahrtverlauf, im folgenden Fahrtverlauf mehr darüber berichten. Sehr geehrte Fahrgäste, ich wiederhole nochmal den Hinweis. Aufgrund unserer hohen Verspätung ist mit einem früheren Endpunkt zu rechnen. Das heißt, unser Zug endet vorzeitig. Welcher Bahnhof dieser Endpunkt sein wird, weiß ich noch nicht, aber ich werde im folgenden Fahrtverlauf mehr darüber berichten. Wir erreichen dann in wenigen Minuten Horrem. Wir erreichen dann nicht in wenigen Minuten Horrem, sondern wir erreichen in wenigen Minuten Düren. Der Ausstieg ist dort in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank für die Fahrgäste. Vielen Dank an alle Fahrgäste für die Geduld und für die Rücksicht. Vielen Dank. Jetzt habe ich zweimal vielen Dank gesagt. Ja, wir sind noch nicht mal am Bier vorbei. Aber woher wusste ich, dass es schneit? Aber das ist gar nicht mal so schlecht, weil vom Wetter her, also ihr seht ja, wo die Sonne gerade steht, die geht ja gleich auch ein bisschen runter. Ja, es wird dann halt dunkel und im Train Sim World ist es halt so, dass das Spiel das noch nicht so selbstständig erkennt, sondern eine gewisse Uhrzeit festgelegt wird. Ich glaube, das müsste 17, 18 Uhr sein, wo dann die Bahnhofslichter angehen. Und wenn wir jetzt gucken, wo die Sonne steht, um 16 Uhr ist es hier dunkel, dann ist wirklich im Spiel eine Stunde oder anderthalb Stunden alles dunkel. Und wenn Schnee auf dem Boden liegt, ist das dann noch so ganz akzeptabel, weil da erkennst du auch wenigstens was. Deswegen sage ich gut, dass Schnee liegt. Ja, wir gucken uns mal unseren Zug an. Wie gesagt, Dreifachtraktion. Ja, eigentlich habe ich mich gefreut auf die Kiesstrecke Köln-Aachen, aber ich habe vergessen, dass sie eigentlich auf dem meisten Streckenabschnitt nur geradeaus geht. Aber es ist einfach mal cool, auch so ein Szenario nachzuspielen, wie dann der umgeleitete RE9 wieder dann auf die Strecke aufzweigt. Und dazu kann ich auch noch sagen, vom Linienlauf gab es mal eine Regionalbahn bzw. einen Regionalexpress, der so fuhr. Ich meine, das war der RE8, der fuhr damals, ich will nicht lügen, ich bin mir nicht sicher, entweder es war damals auch zu der Zeit, wo die Züge halt über die Südbrücke umgeleitet wurden. Aber ich bin mir auch sicher, dass es damals einen Zug gab, der dann von Köln-Ehrenfeld nach Köln-Süd gefahren ist, von Köln-Süd nach Köln-Bonn-Flughafen. Und dann halt von da aus irgendwie nach Troisdorf, Koblenz in die Richtung. Weil in den Zug, weiß ich, bin ich, als ich etwas jünger war, das war 12, 14 um den Jahr, um den Dreh, bin ich mit dem RE8 gefahren. Ich weiß, dass es ein RE8 war. Der hatte die Baureihe 425 in Doppelpack. Und ist dann, also da bin ich in Köln-Süd selber eingestiegen und dann zum, ja, nach Troisdorf gefahren. Und der fuhr dann auch über den Köln-Bonner Flughafen. Deswegen weiß ich nicht, ob das planmäßig so war damals oder ob das jetzt auch wieder umleitungsbedingt war. Muss ich ein bisschen so gucken, weil hier ist, das ist noch nicht das Einfahrsignal, aber wir dürfen auch nicht am Einfahrsignal erst anfangen zu bremsen, weil wir haben hier 160 auf dem Buckel und liegenden Schnee bzw. noch fallenden Schnee. Ja, da ist das Einfahrsignal, das heißt, wenn wir jetzt bremsen, wir sind ungefähr in der Mitte vom Signal davor und dem Signal und die Signalabstände sind immer 1000 Meter, das heißt, wir bremsen gerade ungefähr 1,5 Kilometer vor dem Bahnhof. Und das ist relativ gut in der Bremsleistung. Nächste Station: Düren. Aufstieg in Fahrtrichtung links. So. Ja, wir erreichen dann Düren. Je nachdem, wie meine Bremse jetzt ist, aber ich sehe, ich habe ein bisschen zu früh gebremst, aber besser umso früher,
als dann zu schleudern und zu spät zu bremsen. Ja, um 14 Uhr, um 14 Uhr, nein, um 15 Uhr, Alter, um 14:13 Uhr hätten wir das hier planmäßig verlassen sollen, erreichen aber jetzt um 15:04 Uhr den Bahnhof. Das heißt, ja, 51 Minuten immer noch. Und links seht ihr schön die S19 wenden. Also die müsst doch um 3 nach abfahren. Ach, fährt sie auch. Grüß Gott, das ist die in Richtung Blankenberg. Ja, wir haben 60 auf dem Buckel und nicht mehr so viel Bahnsteiglänge. Ich denke mal, dass ich gleich ein bisschen mehr, beziehungsweise ich sande einfach jetzt mal. Leute. Immer mit Ge Nein, nein. Ich wollte sagen, immer mit Geduld bremsen. Aber das war echt. Also, erstmal haben wir 200 Meter vorher rollen gelassen und mussten dann trotzdem noch in die Eisen. Aber hat sich ja gelohnt. So, dann machen wir einmal Lokführerblick. Heute ist nicht sehr viel los. Umleitungsbedingt und verspätungsbedingt sind die alle im Nachfolger. Eigentlich genau andersrum. Wenn wir der Zug hinter uns wären, dann wären wir leer und der Zug, den wir jetzt fahren, voll. Aber ich glaube, es liegt an der Dreifachtraktion, dass sie sich gut verteilt haben. So. Boah, 462, 462 sage ich. Oh nein, jetzt fängt es an zu stürmen. Ich mag das, ich hasse Negativität. Ich lobe DTG ganz herzlich, dass die auch hier stürmisches Wetter eingestellt haben. Aber, ne, kein Aber. Aber, das ist schwierig, positiv zu bleiben. Ihr habt eine gute Arbeit geleistet. Meiner Meinung nach ist das Geschmackssache. Also ich finde das zu stark. Dennoch ist das eine gute Arbeit. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, sonst versteht das der ein oder andere noch falsch. Weil, also wenn, um euch das zu erklären, wenn es gleich anfängt zu, also gleich anfängt windig zu werden, dann kommt hier ein Wind entgegen, den habe ich noch nie in Realität gesehen. So, damit ihr versteht, wie ich es meine. Ja, wenn es jetzt so stürmt, und da ist er auch schon. Wenn es jetzt so stürmt, ist es in Ordnung. Aber wenn dieser Wind kommt, dann sehe ich auch wieder nichts. Perfektes Beispiel, letzte Folge sind wir abends gefahren und da hat es die ganze Zeit, war es die ganze Zeit windig. Und da guckst du einmal auf den Bildschirm und siehst einfach gar nichts. Also du fährst theoretisch gegen den Wind. Also so bin ich gefahren. Und das war schon sehr, sehr anstrengend. So, ich muss jetzt gerade mal meinen Fahrdienstleiter kontaktieren. Und nein, heute ist der Finn leider nicht da. Der Finn und der Nils ist nicht da. Sind nicht da. Ach, lange wäre ja okay. Oder ich rufe mal Nils an, der müsste eigentlich arbeiten. Aber ich bitte da um ein bisschen Geduld. Und ich müsste mich da kurz stummen. Weil, wenn er keine Zeit hat, dann hat er keine Zeit. Dafür müsste ich den kurzen Audio machen.
Okay. Ja. Wir hätten jetzt Aachen um 41 erreichen sollen, also 14:41, und hätten da um 14, um 15 Uhr. Scheiße. Lasst mich nicht lügen. Wie viel Uhr war das denn nochmal? Okay, lange, wir erreichen wir jetzt mit 50 Minuten Verspätung, aber pünktlich 50, nicht mehr 41, 51. Also 14:41 Ankunftszeit. Okay. Ja, ich denke mal, dass wir weiterfahren. Also ich habe gedacht, dass wir in Eschweiler enden, aufgrund unserer hohen Verspätung. Aber so wie es aussieht, habe ich 5 Minuten Verspätung rausgefahren. Und ja, diese 5 Minuten kommen uns zugute. Wir können halt weiterfahren. Ich denke mal, es wird Stolberg oder ja, in Eilendorf hält er nicht. Entweder kann es kann ja nur Stolberg sein. Oder müsste dann Aachen Hauptbahnhof sein. Dann fahren wir aber in Aachen mit 15 Minuten ungefähr Verspätung los. Warte, ich guck grad mal. Hier ist eigentlich in Realität Einfahrt mit 70, deswegen nicht wundern, falls ich hier die 70 halte. Und so oder so haben wir einen verkürzten Bremsweg und VR0, das heißt, uns erwartet ein haltzeigendes Signal. Ja, um 15:18 sollen wir von Aachen abfahren. Haben jetzt 50 Minuten Verspätung. Eine Ankunftszeit wäre um 41 gewesen, das heißt um 15:31 wären wir erst am Hauptbahnhof. Und ja, das wären dann 15 Minuten auf der Rücktour. So, dann informieren wir erstmal die Fahrgäste und bremsen langsam auf dem Signal. Ach, stimmt. Wir haben ja eine Dreifachtraktion. Und halt und ein haltzeigendes Signal. Wir fahren mal vor bis zur Hartafel. So. RE9 nach Aachen Hauptbahnhof. Bitte nutzen Sie zum. Okay, nein, es ist nicht National Express. Das wäre jetzt na, ein bisschen fass. Ja, wie ihr seht, habe ich die Hard dafür nicht so gut getroffen, aber schön, dass unser Fahrzeug im Bahnhof steht. Ne? Ja. Dann kontaktiere ich mal Nils. Ich mache dir mal eine Audio. Ach, der ist sogar online. Ja, hi du Nils, ich stehe hier gerade in Langewehr und habe halt eine große bzw. eine hohe Verspätung und würde gerne wissen, ob das Signal sich gleich noch umstellt und bis wohin es für mich geht. So, dann schicken wir das mal ab. Ach, macht ein Audio gerade. Ja, wir müssen auch die Fahrgäste informieren, dass wir kurz stehen bleiben. Wir müssen etwas erfinden, weil wir können ja nicht sagen, dass wir jetzt gerade. Doch, können wir eigentlich theoretisch, aber wir müssen einen Grund finden. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie folgenden Hinweis. Aufgrund des Unwetters informieren. Aufgrund des Unwetters warten wir gerade noch auf Informationen von unserem Fahrdienstleiter. Der wird uns dann sagen, mit welcher Geschwindigkeit und bis wohin wir fahren können. Wie ihr seht, fährt jetzt links ein Regionalexpress ein. Das heißt, es dürfte auch gleich weitergehen. Ich bitte noch um etwas Geduld. So, ach, hat ein Audio geschickt. So. Hallo El Gero, der Nils hier.
Aufgrund einer hohen Verspätung wirst du in Stolberg wenden. Aber mehr kann ich dir auch jetzt nicht sagen. Es kann auch sein, dass du in Eschweiler schon rübergezogen wirst. Ja, aber dennoch wünsche ich dir eine gute Fahrt. Okay, ihr habt es gehört. Das heißt auch jetzt nochmal die Informationen für die Fahrgäste. Mal hier drauf drücken. Sehr geehrte Fahrgäste, bewahren Sie folgenden Hinweis. Aufgrund unserer hohen Verspätung und aufgrund von Unwetterschäden endet dieser Zug heute in Stolberg Hauptbahnhof. Reisende mit dem Fahrzeug Aachen Hauptbahnhof nutzen bitte den Schienenersatzverkehr. Sehr geehrte Fahrgäste, ich wiederhole nochmal den Hinweis. Aufgrund unserer hohen Verspätung und aufgrund von Unwetterschäden endet dieser Zug heute außerplanmäßig in Stolberg Hauptbahnhof. Reisende mit dem Fahrzeug Aachen Hauptbahnhof nutzen bitte den Schienenersatzverkehr. Oh, ich liebe diese automatischen Ansagen von National Express. Ich merke es jetzt, die sind geil. Keine Ahnung, warum mir das jetzt einfällt. Aber die sind ultra, ultra geil. Zum Beispiel National hätte jetzt so eine Ansage. Was gibt's denn noch? Was haben die denn alles? Ah. Sehr geehrte Fahrgäste, leider ist der vor uns liegende Streckenabschnitt noch durch einen weiteren Zug belegt. Wir setzen unsere Fahrt in Kürze fort. Nein, das war sogar Ingo Ruf. Also von der Deutschen Bahn. Wir fahren mal weiter. Wir sind jetzt um 15 abgefahren. Das heißt für uns 15 Minuten Verspätung. Ja, jetzt haben wir wieder 55 Minuten Verspätung. Okay, was heißt 55? Leute, habt ihr das gerade gesehen? Der 500er Hertz Magnet hat noch über den 200er Hertz, nein, es war ja Fahrt, noch etwas über das Signal gedauert, angehalten, sage ich jetzt mal. Und jetzt zum Beispiel sind wir im restriktiven Modus. Könnt ihr mir sagen, warum? Und warum das bei manchen Signalen nicht der Fall ist? Wobei, jetzt kann ich mir das sogar ein bisschen selber denken, weil wir hier Ankündigung auf dem ZS3 hatten, also eine Vorankündigung für eine Langsamfahrtstelle, sage ich jetzt mal, beziehungsweise eine Vorankündigung für eine Weiche, und halt das Ausfahrsignal hatten wir auch noch auf dem Einfahrsignal zum Bestätigen. Jetzt kann ich mir das wirklich denken. So, und zum Beispiel jetzt konnte ich mich auch nicht befreien. Das interessiert mich jetzt wirklich. So. Ich muss jetzt einen Schluck trinken, sonst verdurste ich hier noch. So, okay, das mit Unwetterschäden war jetzt ein bisschen ungünstig, weil hinter uns ist ein Zug und der wird sicherlich durchfahren. Okay. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte nochmal um Ihre Aufmerksamkeit. Aufgrund der hohen Verspätung endet dieser Zug in Stolberg Hauptbahnhof. Reisen Sie mit dem Fahrzeug Aachen Hauptbahnhof, haben doch eine Möglichkeit, wenige Minuten nach uns an den RE9 in Richtung Aachen Hauptbahnhof. Die Strecke ist wieder freigegeben. Ich wiederhole den Hinweis. Aufgrund unserer hohen Verspätung endet dieser Zug heute in Stolberg Hauptbahnhof. Reisen Sie mit dem Fahrzeug Aachen Hauptbahnhof, nutzen bitte die in weniger Minuten nach uns einfahrende Regionalexpresslinie 9 in Richtung Aachen Hauptbahnhof. Die Strecke wurde wieder freigegeben.
Ah, Leute, jetzt habe ich wieder den Fehler von vorhin gemacht. Und zwar habe ich die Strecke nicht gestellt. Das heißt, wir fahren jetzt am Eschweiler Hauptbahnhof vorbei und müssen dasselbe Spielchen wie vorhin mitmachen. Also irgendwie haben wir heute Pech. Ja, wir bremsen jetzt hier mal runter. Lassen uns mal gleiten, weil es cool ist. Und guck mal hier links, wie das schön schleudert. Hier sieht man das mal richtig. Das ist ein Vorsignal. Ja, es ist. Das kann also nur grün und gelb zeigen. So, ja. Ist jetzt egal, über welchen Bahnhof wir fahren. Es geht ja einfach nur darum, dass wir einmal kurz zum Stehen kommen, damit sich die Strecke wieder stellt. Ich glaube 10 km/h waren das mindestens. Na gut, es wird jetzt wieder heller. Okay, gut, jetzt hatten wir aber das Problem, hier war unser Vorankündiger oder beziehungsweise das Signal davor war unser Vorankündiger, glaube ich, für das Signal, wo ich nehme an, ein ZS3 ist, mit einer Kennziffer 6 oder 4, weil wir da rübergeleitet werden. Ach nein, hier ist das Vorsignal. Okay, dann hat sich das erledigt. Okay, 4 hatte ich doch recht. Nächste Station, Eschweiler Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wir bremsen mal auf die 65, weil wir wissen nicht, ob das ein Signal ist, was mit strenger Überwachung ist. Das heißt, jetzt weil wir die Ankündigung für 40 hatten, dass dann unser 500er Hertz aktiv ist. Das kann ja möglich sein. Nicht nur bei Geschwindigkeiten unter 40, sondern auch bei 40 kann das möglich sein. So. Okay. Also das Vorsignal hat uns 40 gezeigt, aber im Fahrplan haben wir die 60 stehen, Leute. Was sollen wir machen? Ich halte mal die 40 und erkläre euch warum. Also theoretisch haben wir hier im Fahrplan die 60 stehen. Aber in der Realität hätten wir auch im Fahrplan die 60 so stehen. Ist natürlich eine Spekulation, aber ich bin mir hier 100% sicher. Zu 99,7% sicher. Dass wenn du im Fahrplan 60 stehen hast und hier eine 40er Weiche... nicht, was heißt 40er Weiche? Weiche. Unser Vorankündiger war ja ein KS1 mit ZS3V und einer Kennziffer 4. Das heißt, die Signalisierung hat uns gesagt, dass wir 40
Kilometer die Stunde sein. Und das geht, glaube ich, über den Fahrplan, den wir haben. So denke ich mir das. Wäre das jetzt ein VR2 als Vorankündiger, dann wäre das nochmal eine andere Sache, weil da hättest du ja das HP2, sagen wir mal, da wäre auch kein ZS3 oben drüber. Ja, dann hättest du deine 6 im Fahrplan stehen, also die 60. Dann wäre es, glaube ich, legitimer, ich weiß nicht. Weil theoretisch könnte man ja ein ZS3V dafür nutzen, um auf ein HP2 raufzufahren. Weil das Signal halt. Boah, das ist echt schwierig. Also keiner hat gesagt, dass der Lokführerberuf einfach ist. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen leicht verbremst. Oh, wir haben weniger Zeit, als ich dachte. Ich glaube, ich habe jetzt richtig viel Verspätung eingefahren. 25 hätten wir hier. Oh mein Gott, ich habe jetzt noch mal 3 Minuten eingefahren, Leute. Auch wegen der Bremsung jetzt. Aber ich dachte mir, nee, ich beschleunige nicht mal. Nimmer. Also RE9 nach. Ja, dann lohnt sich das. Ach, ein Güterzug, ja doch, dann müssen wir hier rüber. Ein Güterzug hat uns vorgelassen. Also jetzt haben wir 59 Minuten Verspätung. Boah, ich habe einfach gerade 9 Minuten Verspätung reingefahren. Ihr wisst doch noch, als ich gesagt habe, ey, wir haben jetzt nur noch Dings, 50 Minuten Verspätung. Leute, mein Kopf ist gerade irgendwo im Weltall, aber irgendwo hier auch im Spiel. Ich bin unfassbar müde. Boah, man merkt das jetzt gerade zum Schluss richtig. Boah, ey, habe ich euch versucht, gerade irgendwas mit HP2 zu erklären? Alter, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich merke, ich habe versucht, seitdem ich hier war, bis hier, also kurz vor dem Bahnhof, und wir hatten 40 km/h auf dem Buckel, das heißt, ultra langsam waren wir unterwegs. Als ich euch versucht zu erklären, ach du Scheiße, Alter. Merkt ihr, wie müde ich bin? Ja, okay, wir können jetzt wieder mal Vollgas geben. Schildern wir schon mal nach Siegen zurück, beziehungsweise nach Betzdorf. Da fährt der Zug aktuell hin. Aufgrund von Bauarbeiten. Oh Gott, war das echt schlecht. Aber ich habe es nicht gesehen, weil, wie gesagt, ja. Deswegen sollte auch kein Lokführer zur Arbeit kommen, wenn er müde ist. Weil das, was ihr gesehen habt, habe ich nicht gesehen. Aber ich nehme mal an, das war so ein typisches, wenn man in Gegengleis fährt. Diese schwarz-weißen Signalisierungen. Oh mein Gott, 25. Ja, das ist eine Zwangse. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens finde ich das stark von mir, dass ich das immer erkenne. Jetzt werden wir
Boah, Alter, wie Leute, wie können. Boah, das ist ein bisschen peinlich, wenn uns jetzt der andere RE9 überholt, bevor wir in Stolberg ankommen, weil da laufen nämlich die ganzen, wollen die ganzen Fahrgäste rüberlaufen. Was ist denn jetzt passiert? Also ich habe mich gerade so erschrocken. Wir haben ein haltzeigendes Signal überfahren. Nein, oder? Haben wir? Nein, oder? Oh krass, ihr seid jetzt zum ersten Mal in meinem Menü drin. Haben wir ein haltzeigendes Signal überfahren? Zeigen, dass sie geil überfahren. Ich weiß, ja, da war ein Güterzug vor uns, aber wir werden doch über den GPF umgeleitet. Bin ich dumm? Boah, es war so cool mit dem Endpunkt Stolberg. Deswegen wollte ich Eschweiler enden. Habe ich euch eigentlich schon gefragt, ob wir, wie heißt das, ein rotes Signal überfahren haben? Haben wir ein rotes Signal überfahren? Ja, wir kommen. Ich habe mich total erschrocken. Ja, seht ihr, was ich meine? Bin ich dumm? Wir haben hier doch Fahrt. Schaut mal, was hier hinten. Jetzt steht's endlich dran. Oh, hier stehen sogar die Zugnummern. Also wir haben 462, 263. Cool. Wir haben hinten den 442, 255. Das stimmt. Das weiß ich. Das habe ich gesehen. Weil das nämlich mein Lieblingstalent ist. Wenn er nicht an mir dran ist, weiß ich auch nicht. 112, 126 gibt es nicht. Jetzt haben wir. Leute, ich habe immer noch ein Fragezeichen im Kopf. Ne, also der wartet hier. Also. Was ist das Problem? Und wir haben hier auch Fahrt. Also. Jetzt ist richtig gestellt. Die Weiche ist auch gestellt. Die Weiche ist auch gestellt. Also Leute, und wenn ich mich dann über das Spiel beschwere, ne, dann gibt es dann die ein, zwei Leute, die dann wieder, ne, also ihr versteht mich jetzt, oder? Warum haben wir denn ein haltzeigendes Signal überfahren, wenn die Strecke gestellt ist, ein Güterzug da steht und irgendwie ja hier auf die freie Strecke, die wir blockieren, wartet? Ich sehe das Problem da nicht. Kann ja auch eine Signalstörung gewesen sein, ja. Ist ja auch nicht unüblich, aber wisst ihr, was ich meine? Und jetzt da vorne ist das Signal wieder gestellt. Boah, also ich bin ein bisschen confused über die Sache, also ein bisschen, ja gut, die armen Fahrgäste, die nicht in Eschweiler rübergelaufen sind, weil diese verpassen nämlich den Anschluss. Ja, jetzt haben wir 15:30, somit haben wir auf der Rücktour schon 3 Minuten Verspätung. Also ich weiß nicht, warum wir in Stolberg enden sollen und nicht in Eschweiler. Gut, ich will ja auch jetzt nichts Schlechtes über Nils sagen, weil ich liebe den Typen einfach. Manchmal macht er Sachen möglich, die denkt man gar nicht, dass sie möglich sein können. Manchmal stellt er uns Strecken,
Wie zum Beispiel mit der S6. Finde ich echt cool. Also er macht schon seinen Job echt gut. So. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte warten Sie, dieser Zug endet an diesem Bahnhof und fährt dann in wenigen Minuten zurück in die Gegenrichtung. Reisende mit dem Fahrziel Aachen Hauptbahnhof nutzen bitte die anderen Regionalverkehrslinien. Ladies and Gentlemen, this train terminates here, please alight. To continue to Aachen Main Station, please use the other regional lines. Ah, das ist ein RE9-Verstärker nach Köln. Ah, der hat auch ein bisschen Verspätung. Ah, kann gut an den Güterzug liegen. Ah. So. Wollt ihr, dass wir die Wende noch mitmachen? Okay, dann machen wir die Wende noch mit. So. Wir haben jetzt ein rotes Signal überfahren. Normalerweise ist das Spiel dann so, ja, okay, hier ist ein Zug über das rot zeigende Signal gefahren und es befindet sich dann außerhalb der Strecke. Und selbst wenn ich jetzt hier weg wäre, dann würde das Spiel sagen, hey, du, da befindet sich ein Zug und würde den Güterzug gar nicht die Strecke stellen. So, und aber jetzt, weil der Güterzug losfährt, denke ich mal oder gehe ich mal davon aus, dass es wirklich dem Spiel zu verdanken war, beziehungsweise ist. Aber Leute, ich muss an der Stelle hier Cut machen, weil wir haben nur 60 Minuten, die wir aufnehmen können. Dann wird das automatisch gecuttet. Nee, wir stellen uns nicht, wieso? Ja, eigentlich war es sehr schön mit dem zweiten RE9, der da stand. Dem Verstärker. Ja, also echt kuriose Fahrt. Ein haltzeigendes Signal, was auf Fahrt stand. Ein fahrtzeigendes Signal, was auf Halt stand, was wir überfahren haben. Alter, mir fehlen die Worte, ne? Naja. DTG hat einen super Job gemacht. Und zwar mit dem Sandbox-Modus. Den haben wir heute wieder benutzt. Und haben wieder viel erlebt. Der fährt jetzt hinter dem Güterzug her. Dürfte aber, glaube ich, jetzt nur bis Eschweiler ein Problem sein. Der Güterzug hält ja nirgendwo. Und ja, wir haben hier Eschweiler erreicht mit 4 Minuten Verspätung. Schön wär's. Mit 61 Minuten Verspätung, haben jetzt 4 Minuten Verspätung aus vorheriger Fahrt und fahren dann, denke ich mal, in der nächsten Folge, ja, genau, fahren dann in der nächsten Folge wieder von hier aus zurück in Richtung Köln, ja, in Richtung Köln. Ob es Köln Süd wieder wird, dann werdet ihr das in der nächsten Folge mitbekommen. So, jetzt ist auch genug, weil man merkt, echt die Müdigkeit drückt auf meine Zunge. Ich kriege ja gar keine Worte mehr aus mir. So, und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und nochmal ein dickes tut mir leid meinerseits, falls der ein oder andere was missverstanden hat, beziehungsweise ob ich mich, falls, beziehungsweise falls ich mich falsch ausgedrückt habe. So. Und jetzt gehe ich erstmal dick pennen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Euer Cold Magix.